Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 35 von Shapes.io. Ja, wir haben hier dieses Teil, wo wir letztes Mal dran gebaut haben. Ich glaube, ich habe den Fehler gesehen. Wir haben da halbe Kreise zusammengebaut. Ich glaube, wir müssen einen ganzen Kreis hier drauf packen, auf diesen halben Stern und dann kriegen wir das wahrscheinlich hin. Das ist das Problem. Nach dem Intro gucken wir, ob wir das hinkriegen. Bis gleich. So, das heißt, wir müssen gucken, der halbe Kreis, das ist schon mal schlecht. Wir müssen wieder einen ganzen daraus haben. Und dann brauchen wir einen halben gelben natürlich. Jetzt ist hier natürlich schon ein Hopfen und Malz verloren, weil wir hier schon was gebaut haben, was schon verkehrt ist. Ne? Dieses Teil ist schon mal falsch. Ist aber nicht schlimm, weil wir müssen nur die Hälfte abschneiden. Und dann geht's weiter. So, das bedeutet, wir gehen jetzt zu den Blaupausen einmal hin, kaufen uns hier die Schneidemaschine. Das war die, ne? Ja. Von hier an. So, markiert. Kopiert. Dann gehen wir nach Temp 2 hin. Dann müssen wir hier oben irgendwo zwischen das bauen, ne? Eingang ist da, Ausgang ist da. Das heißt, wir rotieren das mal, glaube ich, so rum. Ja, machen wir mal so. Entfernen den hier. Und machen das da dran. Und das bauen wir da dran. Ist natürlich falsch, müssen wir erst wieder ändern. Rotieren ist hier. Jetzt müssen wir da hinten nur gerade einen Mülleimer hinstellen, um zu gucken, ob es dann richtig rauskommt. So, was schneiden wir jetzt ab, was nicht? Da sind immer noch falsche bei. So, jetzt schneiden wir den Kreis ab. Okay, das heißt, wir rotieren das Ganze mal andersrum. Mach das mal weg. Mach das mal hin. Wir brauchen nicht die Kreise, wir brauchen die Sterne. Das heißt, rotieren können wir definitiv hier wohl reinbauen, ne? Ja, das sieht da oben schon gut aus. Das passt dann auch. Bau da gerade auch einen Mülleimer hin, damit das alles rauskommt, was da drin ist. Irgendwann müssen hier die richtigen Teile herauskommen, oder? Nur noch die richtigen Teile. Okay, das würde bedeuten, wir müssen jetzt hier. Können wir hier drunter her? Ne, machen wir nicht, das ist doof. Das alles weg, brauchen wir nicht mehr. Das kann auch weg, war falsch gelaufen. Hier dreht sich alles richtig und da kommen die falschen Teile raus. Ach so, die werden nicht gedreht. Okay. Hier werden sie gedreht. Was kommt denn da raus, wenn ich die nicht drehe? Okay. Das bedeutet erstmal, wir führen die zusammen. Wir müssen die aber nochmal drehen, aber irgendwie anders. Ja. Ist natürlich falsch rum, wie wir gerade sehen. Drehen wir den so rum. So passt. Dann drehen wir das so mal gerade rum. Bauen das dahin und das dahin. Und gehen hier raus. So, das passt dann schon mal.
So, jetzt müssen wir nur die alle loswerden, weil die ja nicht richtig waren, ne? Das heißt, hier unten können wir erstmal wieder Mülleimer einbauen, weil es anders keinen Sinn macht. Die müssen erstmal alle durchlaufen, weglaufen. So, das bedeutet, hier müssten irgendwann die anderen ankommen, grün gefärbt, oder? Hier kommen die schon an und werden grün gefärbt, richtig? Die kommen jetzt da oben schon mal raus. Das passt dann schon mal. So, das bedeutet, der nächste Schritt ist, wir brauchen Kreise. Die Kreise haben wir hier und schneiden die hier durch. Also das Symbol, haben wir hier überhaupt einen richtigen Kreis in der Nähe dann? Nicht wirklich, ne? Das wäre es jetzt gewesen, wenn wir einen richtigen Kreis hier gehabt hätten, dann hätten wir den nehmen können, ne? Das bedeutet, wir schneiden den erst auseinander. Und dann kleben wir den wieder zusammen, oder? Das bedeutet, wir gehen zu den Blaupausen. Und müssen diese Maschine einmal haben. Ich hoffe, das ist jetzt das Richtige, was ich hier blau auswähle. Ja, sieht so aus, als ob das schon mal klappt. Gehen nach Temp 2. Die Kreise sind hier. Da läuft es rein, das heißt, so umgedreht ist richtig, oder? Machen wir so. Bauen wir einen Tunnel hier hin. Und das Förderband schließen wir dann da oben an. Und da schließen wir unten an. Und die müssen von da nach da rein. Dann gibt es ganze Kreise. Das ist schon mal gut. So, die ganzen Kreise müssen grün werden. Grün gibt es hier. Das heißt, wir kommen mal von hier. War jetzt nicht so der beste Weg, hier lang zu gehen, aber wird schon werden, ne? So, Fließband von da nach da. Jetzt kommen da die Kreise an, gehen hier rein, werden hier grün gefärbt. Das passt dann schon mal. Und hier sind jetzt unsere anderen Teile. Wieso kommen da immer noch ein anderes dazwischen? Okay, da muss ja noch hier einer vom Färben noch hinten irgendwo drin sitzen. Ah, da sitzen noch ganz viele hinten drin. Aber wir müssen gleich welche kriegen, die dann passend sind, oder? Hier oben kommen wir jetzt nur noch die richtigen raus, will ich hoffen, ne? Die dann farblich passend sind, ja. So, und dann müssen irgendwann unsere Kreise hier ankommen. Sind sie auch schon. Und so wie ich das sehe, sind das jetzt unsere Teile, die wir brauchen, oder? Machen wir den Mülleimer gerade weg. Jetzt einmal zum Hub. Ich glaube, das kommt hin. So, und jetzt brauchen wir noch den gelben Halbkreis. Ja. Temp war hier. Die werden hier zerschnitten, ne? Laufen hier alle rein. Sind sowieso schon zu wenig. Das heißt, wir müssen noch mehr haben. Warte mal, da unten kann wieder der Mülleimer hin, weil die Maschine noch nicht sauber leer gelaufen ist. So, hier können wir auch Halbkreise dann weg haben. Ja, machen wir hier raus. Ja.
Sopas. Da sind ein V noch drin, eine falsche Maschine. Also gehen wir zu den Blaupausen. Und holen uns die Schneidemaschine nochmal ins Boot. Kopieren das, gehen dann nach hinten hin. Wo waren wir hier jetzt? Doch, hier runter müssen wir, ne? Hier sind wir. 1, 2, 3. Machen wir dahin. Die Linie kommt dahin. Die Linie kommt dahin. So, da kommen jetzt aber wieder die falschen raus, weil wir die erst auch wieder drehen müssen. Mülltonne gerade dahinter, um zu sehen, dass es passt. Da auch. Jetzt kommen die trotzdem noch falsch da an. Drehe sie nochmal. Irgendwann müssen Halbkreise da ankommen. Jetzt kommen da Halbkreise an, die wir jetzt nochmal drehen müssen. Nach links allerdings. So sind sie jetzt richtig. So, das bedeutet hier auch noch mal drehen. Allerdings drehen wir hier jetzt einfach andersrum. Und jetzt kommen hier hoffentlich die richtig rum rein, ne? Warum es hier oben so schnell läuft und hier unten so langsam, verstehe ich jetzt auch noch nicht. Die Maschine hat nur einen Dreher hier oben mehr. Ist das das Problem? So, hier kommen jetzt die richtigen raus. Das passt schon mal. Okay, der war jetzt, glaube ich, falsch rumgedreht. Die müssen nach links gedreht werden. War schon richtig, ne? So, kommen sie richtig raus. Und die müssen dann gelb werden, ne? Also rot und grün müssen wir haben, damit wir gelb kriegen. Grün haben wir hier, da brauchen wir nur rot beimischen dann. Aber obwohl, hier ist ein großer Stau in den grünen Farben, kann das sein? Ja, ist egal, hier ist rot und grün, das können wir neu bauen. Dafür brauchen wir eine Färbemaschine. Also eine Farbmischmaschine, diese hier. Okay, so noch ein Stück rüber, kopieren, ab zu den Blaupausen, hier unten haben wir die passende Farbe, von oben läuft es rein, das ist schon mal gut, machen wir mal hier. Sechs. Drehen. Passt. Warte mal. Können eigentlich direkt da so reinlaufen. Brauchen wir gar nichts machen, oder? Und dann kommen da gelbe raus. Das ist schon mal gut. So, die gelben kommen hier weg. Und müssen zu diesen Halbkreisen hin, die wir hier gebaut haben. Hier müssen jetzt... Wo kommen die ganzen Teile raus? Da. Das heißt, wir müssen eine Blaupause haben jetzt zum Einfärben. Ah, sind wir ja schon. So, Teile einfärben ist hier. Einfach mal runter. Kopieren. Zu Temp 2 hin. Und das muss hier passieren dann.
Das läuft so. Das heißt, wir drehen die Maschine mal so rum und basteln die hier hin. Jetzt habe ich irgendwie die da hingesetzt oder habe ich die da nicht hingesetzt? Ich habe irgendwo hingeklickt, aber ich glaube, die ist nicht gebaut. Shit. Okay, dann nochmal. Einfärben war hier. Ich habe sie wahrscheinlich aber noch im V drin, oder? Ja. Keine Ahnung, wo ich da gerade eben hingeklickt habe, dass es nicht geklappt hat. So, wir wollten die hier hinbauen, ne? Genau. Eingang ist auf der Seite. Passt. So, Farbe kommt von oben rein. Farbe ist da. Farbe kommt von oben rein. Ist das richtig? Ja. Und das Bauteil kommt von hier unten rein. Und die sind hier. Ach so, die müssen noch zu zweit da rein. Kriegen wir aber auch so hin. Weggemacht. Wieso, weiß ich jetzt auch nicht. Aber Förderband von dort oben nach da unten. So, jetzt kommen da gelbe Halbkreise raus, oder? Ja. So, dann brauchen wir noch eine Maschine, die diese Teile, die wir hier jetzt basteln, zusammenfügen. Ne? Das heißt, wieder zu den Blaupausen. Und diesen Stapler ausgewählt. War der einen daneben? Ne, der passt schon. Haben wir. Zurück zur 2. Wo sind wir jetzt? Hier unten irgendwo, ne? Ich glaube, zum Hub ging es nach da, ne? Das heißt, wir bauen den mal hier hin. Was kommt wo rein? Gute Frage wieder. Wir werden es gleich sehen, wenn wir es zusammengebastelt haben, ne? Wahrscheinlich ist das falsch rum. Tunnel bauen. Das hat nicht so gut geklappt. Nochmal das Ganze. Der muss weg. Der muss dahin. So, was kommt raus? Ein falsches Teil, war klar. Okay. Das bedeutet... Nee. Tunnel bauen. Ich hoffe, jetzt passt's. Was kommt denn da jetzt raus? Das richtige Zeichen ist das hier, glaube ich. Ich will's hoffen. So, Hub. Ich glaube, der ist es, oder? Gut. Das heißt, wir müssen jetzt hier unten die Anlage reinigen noch. Gerade noch eine Mülltonne hingestellt. Und da müssen wir gucken, wo der Hub ist. Ach, der ist da unten, okay. Temp 2, Hub ist da. Wo ist unser Teil? Hier. Das heißt, der Hub ist da irgendwo.
Sehr schön, wenn er da ist. Aber wo ist er? Da, okay. Ja, dann müssen wir gucken, wie wir da hinkommen, ne? Wir müssen hier vorbei. So, jetzt müssen wir hier schauen. Kommen wir unter dieser Maschine drunter her? Ne. Aber mit dem anderen Tunnel. Geht er bis da? Nee. Aber er geht bis da. Dann müssen wir da nochmal durch. So. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier sind. Wo ist Temp 2? Oh. Wo kommt unsere Linie jetzt raus, die wir gerade gebaut haben? Da ist der Hub. Hier sind wir, okay. Das heißt, kommen jetzt irgendwie von hier und kommen von da oben. Ist das weit? Legen wir mal hier los. Ich hoffe, so passt's. Na, einen daneben war klar, ne? Ist aber jetzt auch nicht so wild. Wo ist denn das Ding? Boah. Okay. Sieht so aus, als ob die alle gut sind, oder? Ganz weit weg. Oh, geht sogar schon auf einen Bildschirm. Sehr gut. So. So, dann kommen sie an, oder wie sehe ich das? Da sind sie. Da sind sie. Hatten wir die hier auch, oder hatten wir nur... Nee, die haben wir nur im Hub. Okay. Da können wir jetzt zum Hub hingehen eigentlich. Also man kann nur auf dieser Stufe sehen, wenn was fließt. Ist natürlich ewig weit, ne? Aber da sind sie schon. Ich hoffe, das Bauteil ist das Richtige. Also ich meine, die sehen so aus. Wir wissen es gleich, wenn sie da reingehen. Ist hier beim Tunnel alles richtig? Ja. Und
Und dann sind wir gleich beim Hub und dann muss hier die Zahl hochgehen. Tut's auch. Wunderbar, haben wir richtig gebaut jetzt. Ne? Zweite Runde, zweites Glück. Dann würde ich sagen, sind wir mit dieser Folge erst durch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.